Bello Betty, what the heck? Also heute packen es die wütenden Matchups aus, Leute. Einfach hochschrauben, ihr seid so. Okay, Bello Betty hatte kein Play 1, genauso wie Ruffy. Also Black Yellow Ruffy. Bello Betty tappt 1 für Searcher Bello Betty. Bello Betty. Bello Betty könnte halt auch wirklich stark gegen Ruffy sein. Also Board swarmen und dann einfach rein attacken. Aber wie wär's, wenn du mal keine deine Karten nicht zackst? Findet Race Max und ein Ivankov und ein Hormon Shot gehen schon mal unten rein. Also die beiden habe ich auf jeden Fall schön gesehen. Also ich finde es auch gut, dass da so wirklich interessante Matchups gesagt werden. Spielt auch Race Max aus und macht einen 6K Swing of Life. Und wir gehen zu Ruffy. Sorry. Ruffy beginnt mit einem Search Event, Three Brothers Bound. Findet einen kleinen Sabo. Hey, warte mal, ist es der Christian? Ist es ist, der, was mit Gecko-Folge im Meta so gut performt hat? 7K Swing mit Leader? Weil der wird auch mit K geschrieben. Wie heißt er nochmal mit Familiennamen? Ist der? Okay. Wir haben anscheinend kein. Ah, doch! Hormoninfusion. Das heißt, er darf einen 3-Kost-Reva runterspielen. 4-Kost sogar. Spielt Ivankov runter. Danke, Cooler, genau. Christian Cooler. Danke, danke. So, ich muss mal kurz den Hormon-Shot anschauen. Revos kann man Opener 5. So, wir sind ein Turn von Bello Betty. Tappt ein. Oder auch nicht. Das war der Emporia Energy Hormone. It's like Trigger play up the one Reo Army type character with card with 5000 power less from your hand. Okay. Genau das Gleiche mit der Counter. Der Counter macht das Gleiche, okay. So. Molly. Okay, Molly ist für die Leader-Bälle, die abgeworfen waren. Das heißt, alle drei haben plus 2K, 3K. Das heißt, Ivankov ist jetzt auf 7K oder höher. Das heißt, er kann jetzt einen Charakter runter cheaten. Spielt damit einen Karasu runter. On-Play-Effekt minus 1 auf den Leader. Oh, das wird jetzt böse. Race Max taggt jetzt auch für 5K. 5K Swing auf 4K. Oh, das ist jetzt ein böse Combo. Dann nochmal mit Bella Betty. Mit Leader. Also der erste 5K Swing wurde mit einem 2K abwehrt. 5K mit Leader. Bella Betty Swing hat er genommen. Den nimmt er jetzt auch. Dann kommt nochmal mindestens ein 8K Swing mit Ivankov. Und hat er noch was für 5? Ich meine, jetzt Christian hat jetzt eine sehr große Handsize, also, und er kann jetzt wahrscheinlich nächste Runde. Auf wie viel dann ist er nächste Runde? Weil das, ich weiß nicht, ob es ausgeht. 8K Swing mit Ivankov. Ja, denn macht überhaupt keinen Sinn zum Rauskantern.
Für 4. Oh, Kid Killer! Nochmal der 8K Swing auf 4. No way! No way! Ah, oh, das kostet! Das kostet! Er rechnet. Bello Betty, ey, ist jetzt Bello Betty wirklich der Counter gegen Black Widow Ruffy? Oh mein Gott! 1K auf 5. Auf 6. Auf 7. Da fehlen noch 2. Auf 8. Da fehlt einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst ja nicht alles mit Bricks haben. Das kannst du oder kann er zahlen? Eben, Little Ruffy. Okay, er hat jetzt gerade überlegt, wen er kann, er abwerfen kann. Oh mein Gott, war das jetzt teuer. Bist du der? Was waren das jetzt? 6 Karten? Bist du da, Riesch? Autsch! Autsch! Und vor allem das Miese ist ja, wenn er jetzt einen Sabo ausspült, der wird mit Race Max, wird der jetzt dann auf ein Bottom Deck. Einfach reduziert, so. Lead Ability, wirft einen Ace in Thrash. Ace und Sabo. Okay, muss ein Little Ace plus 2. Kann er sich davon jetzt erholen? Ich meine, er hat einen Little Sabo auf der Hand, das wissen wir. Kann er sich davon erholen? Das war ja wirklich. Boah, das war ein. Alter Schwede. Nicht vergessen, Leute, die Buffs sind jetzt wieder weg. Aber Karasu und Racemax an Bord sind halt auch wirklich zwei so Targets. 7K Swing mit Ace. Into Kid Killer. Geht K.O. Little Sabo. Für großen Sabo. Aber ganz ehrlich, der Ivankov muss auf was gehen. So, 2 Karten noch trashen. Boah, da ist er richtig in der Petrouille. Holy shit. Wer hätte das gedacht? Sabo? Und was wirfst du noch ab? Was für ein explosiver Start von Bello Betty. Das wäre jetzt fast in eins der schnellsten Games, was ich jemals gesehen habe, ausgeartet. Wenn ihr euch jetzt erinnert an die Worlds, das an die Game, was innerhalb von 3 Zügen vorbei war, Bello Betty hat sich wahrscheinlich gedacht, halt mal ein Bier. Ich mach das in Turn 2. Okay. Der 11K-Swing musste auf Ivankov gehen. Das musste einfach. So ein Leader antappen. Don wieder zurück. Mit Karasok kriegen wir jetzt runter auf 8. Wenn er möchte. Er könnte aber auch den Ace auf Mikarasu reduzieren. Genauso wie den Sabo natürlich.
heftig. Also der Start von Bella Betty war heftig. Also, und das war halt durch den Hormonshot. Durch den Emperor Hormonshot war das jetzt möglich. Weil durch den Ivankov runtercheaten. Oh! Also die Energy-Hormone, so. Wild. Wirklich wild. Okay, da wird wieder Leadability aktiviert. Aber was trasht du dafür? Du musst erstmal eine Revo-Karte dafür trashen. Bella Betty Searcher, okay. Also, die zwei Kleinen wieder auf 5k. Karasu auf 8k. Sind da nochmal 2 Tonnen untergelegt? Müsste dann ein... Ja, ist ein 10k-Swing. Mit Leader-Reduzierung auf 8k. Ja, das ist sofort ein Block. Und ein Rest auf Leader. Das müsste noch... Oh mein Gott! Er hat's! Das ist ein 10k-Swing gewesen! Weil es ist jetzt der Turn 4, das heißt, Bella Betty hat angefangen. Er war jetzt auf 7 Tonnen. 2 auf Karasu und 5 auf Leader. Oh mein Gott! What? Wie schnell war das Game jetzt bitte aus? Oh, wir kriegen ein Ersatzmatch. Nice. Okay. Rosinante Bonnie. Schon mal gute Boardset. Also nochmal Insanity. Sanity. Mit dem 1K-Counter hätte Christian überlebt. Aber wenn man sich drüber nachdenkt, du hast schon recht. Er hätte wahrscheinlich den nächsten Turn dann nicht überlebt. So, Bonnie hat jetzt mal ein 8-Cost-Kit gespielt. Und da ist noch ein Active. Da ist noch alles Active. Okay, hat mal einen Don angeckt. Da ist ja noch ein Cavendisher aktiv. Also er könnte jetzt mit Cavendish. Bonnie könnte jetzt mit Cavendish in Ace attacken. Also wie das sieht, ist der Ruffy, der getappte, ist Ability aktiv. Ja, macht er auch. Dann werden wieder 2 dann aktiv gesetzt. Was ist denn schnell Rosinante? Ist das ein 9K Buddy oder ein 10K? Was ist jemand aus? Wisst ihr das gerade auswendig? Ich schaue es uns schnell nach. Falsches Set. Dann auf Rosinante. Ein 8K Buddy. Okay, das ist ein 9K Swing. Übrigens, das 7K-Swing wurde mit einem 2K-Upgrade hier nochmal
Vatukes? Ja, das ging dann auf Eis. Okay. Tappt den Kit. Trashed Bonnie. Und mit Kit, was spülst du runter? Du spülst das runter, weil sonst setzt die Bonnie in den Trash. Rosinante Blocker. Interesting. Und wir gehen wieder ab zu Ruffy. Okay, da wurde nochmal geschaut wegen der Zeit. Das dürfen wir, die Spieler. Okay, Ruffy schaut mal kurz sein Trash-Tuch. Verständlich. Hat auch zwei dann ein Lied attached. Leadability, wie es mir scheint. Wenn ich das Handzeichen richtig verstehe. Hey, das sieht das richtig? Sind da Würfel oben auf den Ruffys oder nicht? Der Weißabgleich beim Ruffy ist halt einfach auf Maximum hochgeballert worden. Wirft einen Rocket Ruffy ab. Legt die zwei Rocket Ruffy rein. Da kommt der kleine Ruffy. Also kein Gecko. Ja, da wird ja direkt der Rosinante wird damit geschossen. Sehen wir jetzt nochmal einen zweiten kleinen Ruffy into Rocket Ruffy mit Ice Age. Gegen den Kit. Ekos Kit. Wir haben auf jeden Fall das Ice Age. Oh, Sabo! Gelber Sabo, das funktioniert natürlich auch. Schießt einen Five Cost. Für einen Live-Trashen. Und das sind nochmal 9k Swing. Die Frage ist auf was. Okay, Bonnie ist auf 0, 0 live, wahrscheinlich auf live. Bonnie, pass auf. Ja, da ist nochmal ein 8-Cost-Kit in der Hand. Haben wir jetzt schön gesehen. Zack und schön, Bato. Das ist immer, dass die Leute nie richtig ihre schauen. Wegen ihrer oh, schöne Handkarten. 8-Cost Kit, ja. Aha. Das Problem ist halt, da kommt nochmal ein fuller Swing. Da kommen nochmal zwei 8-Cost Swings und mindestens ein 7-Cost Swing um die Ohren. Also, Bonnie muss da aufpassen.
Also Bonnie hat uns schon mal gesagt, dass er mindestens einen Brick hat in der Hand. 9K-Swing wird geblockt. Ah doch, ist schon Ability aktiviert. Also sind es doch Würfeln. Da das so glasige Würfel sind, sind das so schwer zu erkennen mit dem Weißabgleich und eben den Sonneneinstrahl. Also beide Ruffles haben schon die Ability aktiviert. Ansonsten hätte er es jetzt einfach aktiviert, einfach ohne Probleme. Bonnie Leader Effekt. Kompare jetzt erst drauf. Tappt einen der Ruffles, das hilft schon mal. 2 und der 1K. Ne, zwar 2Ks. Mein Fehler. Ist ja ein 8K-Swing. Und das 7K-Swing. Ja, du hast da 3 1Ks, ja. Hast du gerade schön den Rest deiner Hand präsentiert. Und dann einmal 6K-Swing. Aber da hat er noch 2 1Ks. Und der Rest sollte jetzt eigentlich Bricks sein, oder? Also der Echo, nochmal eine Baby 5 noch. So. Hat jetzt da. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bonnie jetzt gewonnen hat durch das. Weil hat er jetzt alles rausgekantert. Ich höre nochmal ganz kurz rein in den Cast. Aber für mich sah das jetzt aus, als wäre das, hätte Ruffy gesagt, GG. Ja. Ja. Also da war jetzt noch genug Counter im Live.